Wie bestimmt auch viele von euch spiele ich aktuell extrem viel das neue Animal Crossing New Horizons. Nach ein paar Spielstunden sind mir zwei kleinere Features aufgefallen, die auch für die Sims 4 Klasse wären. Mehr dazu in diesem Video. Für alle, die noch nie einen Teil der Reihe gespielt haben, meine kurze Einleitung. Bei Animal Crossing zieht ihr mit eurem Charakter auf eine einsame Insel und müsst diese langsam mit Leben füllen. Ihr habt Nachbarn, mit denen ihr täglich quatschen solltet, könnt Insekten und Fische fangen und gestaltet eure eigene kleine Wohnung mit vielen bunten Möbeln. Außerdem gibt es pro Jahreszeit immer mal wieder etwas Neues zu entdecken. Für mich persönlich ist das Spiel wirklich sehr entspannt und ruhig. Viele der Objekte im Spiel können neben dem Laden von Tim Nook auch selber hergestellt, aber auch umgefärbt werden. Als ich das Umfärbe-Feature zum allerersten Mal probiert habe, ist mir direkt eine Parallele zu The Sims 4 aufgefallen. Hier lassen sich ebenfalls nur vordefinierte Farben wählen. Anders als in The Sims 4 aber können zwei unterschiedliche Teile des Objekts in jeweils anderen Farben eingefärbt werden. In The Sims 4 hingegen ist es allerdings nur möglich, eine Farbe für das komplette Objekt zu wählen. Das kann ich leider nicht wirklich nachvollziehen, vielleicht haben die Entwickler das Farbrad wegen Komplikationen oder aus anderen Gründen nicht in The Sims 4 gebracht, aber warum haben wir nicht wenigstens die Wahl von zwei verschiedenen Farben wie in Animal Crossing im Spiel? So könnte man wenigstens die Holz- oder Metalltöne eines Objektes besser aufeinander abstimmen, auch mehrfarbige Objekte wären viel besser in ein Haus einbaubar. So wird einem der Hausbau doch an vielen Stellen etwas erschwert und die kreative Freiheit eingeschränkt. Wenn man seine Objekte erfolgreich umgefärbt und das Haus mit den schönsten Möbeln vollgestellt hat, steht zwangsläufig früher oder später eine Hausvergrößerung an. Das ist ebenfalls bei unserem Lieblingstanuki Tom Nook möglich, bei dem ihr für das Upgrade eine bestimmte Anzahl von Sternis, also der Währung des Spiels, dalassen müsst. Diesen Aspekt des Upgrades finde ich wirklich super interessant, welchen ich mir in einer ähnlichen Form auch für die Sims-Reihe wünschen würde. Wie wäre es nämlich, wenn man immer weiter sein Wohngrundstück mit mehreren bebaubaren Flächen vergrößern könnte? Oder sogar noch extremer, vielleicht kann man sein Haus anfangs nur auf eine bestimmte Größe von vergleichsweise wenige Kästchen ziehen und muss sich dann die Rechte, um die Wohnung weiter vergrößern zu dürfen, mit einer bestimmten Anzahl von Simoleons freischalten. Ich denke, dass diese Möglichkeit das Spiel ebenfalls etwas entschleunigen und erschweren würde, vielleicht könnte man so auch für langfristigeren Spielspaß sorgen. Auf der anderen Seite hingegen schränkt man dadurch natürlich auch etwas seine kreative Seite ein und kann nicht von Anfang an sein Traumhaus nach seinen Wünschen gestalten. Vielleicht müsste man dieses Feature auch in den Optionen manuell aktivierbar machen. Spielt ihr auch aktuell so viel Animal Crossing New Horizons wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.